Wir haben ja gerade gehört vom Armeechef, dass bei der Armee eben doch auch auf verschiedener Ebene man nicht nur geneigt ist, sondern dass man wirklich auch diese Innovation oder die Veränderung anpackt, dass es eben nicht zum alten Zopf wird. Oder? Man hätte vielleicht vor einigen Jahren das Gefühl gehabt, ja, die Armee, die gibt es zwar noch, aber das ist immer das Gleiche. Aber wie wir gehört haben, gibt es da doch auch sehr fortschrittliche Systematiken, die man sehr gerne zur Kenntnis nimmt. Unsere nächste Referentin, die hat ebenfalls Tradition, die sie quasi verkörpert und die sagt auch, Tradition ist wichtig. Oder? Tradition spielt ja auch zum Gedanken des Rückgrats. Also wenn Sie Rückgrat haben, das bauen Sie auch auf etwas auf und das kann ja die Tradition sein. Aber Tradition alleine reicht natürlich nicht. Also wenn Sie schaffen, Tradition als Rückgrat zu bewahren, aber immer wieder mal neu interpretieren, dann sind Sie sicher auch auf der Erfolgsbahn. Alte Werte erfolgreich interpretiert, das ist das Thema. Und wir begrüßen Caroline Magel-Studer. Sie ist bereits im Saal, müsste irgendwo sein. Da steht sie. Besten Dank und viel Vergnügen mit Caroline Magel-Studer. Ich werde Sie jetzt in eine ganz andere Welt führen. Jetzt sind wir von Terror und Krieg und Struktur sind wir jetzt ausgegangen. Ich verführe Sie jetzt in eine verrückte Welt, in eine Welt voller Gegensätze, in einer Welt, wo es nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern vor allem Farben, verrückte Farben. Ich glaube, die speziellsten, verrücktesten Leute,